Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Ein Daumen hoch fürs Video ist immer klasse. Unterhalb des Videos findet ihr immer die Links zu den Sachen, die hier ich berichte. Außerdem eben ein Link für Twitter-Account, ein Link für die Versicherung, die ich nutze, ein Link für die Sachen, wo ich meine Zertifikate verkaufe und ein paar kleine Videos. Aber ihr könnt natürlich auch in die Playlist reinschauen, da gibt es eine ganze Menge. Ja, heute ist das Thema TOK, das türkische Elektroauto, was ja schon vor, ich glaube, zwei, drei Jahren angekündigt worden. Große weitere Schritte wurden gemacht jetzt und es sieht so aus, als wenn 2023 die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden können. Ich persönlich finde es super, dass eben mehr und mehr Elektroautos gebaut werden und dem Kunden eben mehr Möglichkeiten gegeben werden, dass sie ein Fahrzeug sich kaufen können. Und speziell bei TOK ist es so, dass sie versuchen, die Fahrzeuge im Preissegment eines normalen Verbrenners auf den Markt zu bringen, sodass da keine preislichen Unterschiede sind, wie das so häufig heutzutage bei anderen Fahrzeugen ist. Präzise Preise wurden natürlich nicht genannt und es ist ja immer die Frage, mit welchen Verbrennungsfahrzeugen vergleicht man sich nachher. Aber zumindest ist es so, dass man sagen könnte, ja, mit dem Wagen vergleichen wir uns und deswegen ist der Preis in dieser Höhe. Wenn man jetzt sich anguckt und sagt, ja gut, okay, wir vergleichen uns mit einem Tiguan, dann würde das bedeuten, dass das Fahrzeug 31.600 Euro kosten würde. Wir vergleichen uns mit einem BMW X3, dann kommt man mit 37.000 Euro raus. Aber bei beiden Fahrzeugen ist es ja bestimmt die Basisversion, die noch nicht so gut ausgestattet ist. Und da ist es bei Elektroautos meistens der Fall, dass eben Navigationssysteme schon im Fahrzeug vorhanden sind, weil man einfach über die Navigationssysteme dann die Ladefunktion mitnutzt. Einer der wichtigsten Exportmärkte schon jetzt, wenn man die Entwicklung bei TOK sich anschaut, wird Deutschland sein. Ist ja logisch, ist nicht allzu weit weg und der Automarkt ist eben in Deutschland sehr groß und die Fahrzeuge, die gekauft werden, sind preislich meistens auch, oder viele teure Autos werden hier auch verkauft und daher bietet es sich eben für TOK an, auch hier eben stark hineinzugehen und so wie ich das eben von den Feedbacks gekriegt habe, ist es einfach schon so, dass ganz, ganz viele Leute schon sagen, dass sie sehr interessiert wären, sich so ein Fahrzeug zu kaufen und grundsätzlich gesehen kommt es dann nachher nicht mehr darauf an, ob ein Fahrzeug aus Deutschland, Japan oder Korea kommt, sondern es kommt auf die Qualität darauf an und auf den Preis, den man kriegt und was man in der Ausstattung bekommt. Und da ist es eben so, schafft es, dass der Autohersteller eben eine Qualität zu liefern, die akzeptiert wird für den Preis, der abgerufen wird. Wir haben ja gesehen, als damals die Japaner anfangs hier reinkamen, da wurden die Preise eben relativ günstig gehalten und die Fahrzeuge waren noch nicht ganz so hoch entwickelt wie die deutschen Fahrzeuge in dem Zeitpunkt. Aber durch den Preisvorteil haben viele Menschen eben sich so ein Fahrzeug gekauft. Das war bei den Koreanern dann später so, als Hyundai und Kia kamen, waren die japanischen und deutschen Fahrzeuge eben schon sehr qualitativ hochwertig aufgebaut und die koreanischen Fahrzeuge sind eben durch günstige Preise in den Markt gekommen und die Qualität war ganz in Ordnung am Anfang. Heutzutage, wenn man sich ein Hyundai anschaut, sind die Verarbeitungen schon wirklich gut geworden und natürlich sind die Materialien immer unterschiedlich, ob man eine S-Klasse nimmt oder ob man einen Polo vergleicht, weil einfach die Grundkosten natürlich für das Herstellen unterschiedlich sind. Genauso denke ich, wird auch der Preis für ein TOK hoffentlich ja günstiger sein und wenn dann am Anfang vielleicht die Qualität etwas geringer ist, die geliefert werden kann, weil man eben neu angefangen hat, Autos zu bauen,
wird man eben über den Preis die Kunden erreichen. Und viele Menschen kaufen eben sich auch einen Dacia, der grundsätzlich gesehen erstmal einen von A nach B bringt und auch eine einigermaßen vernünftige Verarbeitung hat. Jetzt nicht super gut, aber vollkommen in Ordnung. Aber der Preis ist einfach ausschlaggebend, dass die Leute sich eben so ein Fahrzeug kaufen. Denn nicht jeder kann eben so viel Geld für ein neues Fahrzeug ausgeben. Und gerade im Elektrobereich fehlen uns Autos, die günstiger sind, damit sich mehr Leute solche Fahrzeuge kaufen können. Ja, März 23 soll die Produktion angefahren werden. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich würde es nicht als schlimm empfinden, wenn das etwas verschoben wird, denn wir wissen von allen Herstellern, von allen Projekten, dass so ein Projekt wirklich genau zu einem gewissen Zeitpunkt hochfahren zu können. Wir sehen Lucid zum Beispiel, die etwas brauchen, um ihre Produktionsmengen hochzufahren. Ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, wenn das jetzt erst Ende 23 kommt, dass das nun schlecht ist. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge, die ausgeliefert werden, eben den allgemeinen Anforderungen genügen, dass der Preis in einem vernünftigen Rahmen ist. Ja, und die Menschen müssen eben diese Fahrzeuge mögen vom Aussehen her und so, wie sie gebaut sind. Eine weitere wichtige Sache für Togg wird es sein, den Vertriebsweg zu sichern. Denn was auch unbedingt gesichert sein muss, ist eben, dass man Vertriebsstätten hat, die diese Fahrzeuge eben verkaufen. Man kann das über Internet machen, aber trotzdem muss man zumindest innerhalb einer gewissen, Gegend liegen, sodass man erreichbar ist. Aber auch das, denke ich, wird man sich dort überlegen, wie man strategisch in die Märkte hineingeht. Und es ist eben wichtig, dass man das gut vorbereitet, damit die Kunden nicht gleich enttäuscht sind, sondern dass man vernünftig, solide in den Markt hineingeht, um dann eben auch zufriedene Kunden zu haben. Dann wird sich das Produkt automatisch weiter verbreiten, wenn da gute Rückmeldungen kommen. Ja, eine sehr interessante Meldung und ich bin wirklich gespannt auf die Fahrzeuge. Ich würde gerne so ein Fahrzeug mal testen können. Ich habe schon gehört, dass es Leute gibt, die so ein Fahrzeug mal testen konnten. Und ich würde das gerne auch mal live sehen, weil Bilder zeigen nicht immer die Wahrheit, sondern wenn man das live sieht, sehen Sachen anders aus. Es kann sein, dass sie einem besser gefallen, dass sie einem etwas schlechter gefallen, wenn man das gesehen hat. Weil Bilder geben immer nicht richtig das wieder, was man eigentlich in der Realität mit den eigenen Augen sieht. Aber das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.